Ja, neugierig auf die empfangene Nachricht war ich auf dem Weg zurück zu meiner Basis, beziehungsweise ich hatte ja auch einen Haufen Materialien eingesammelt, damit ich mein Gewächshausmodul fertig bauen kann. Ja, ein bisschen Titan habe ich dabei, das sollte erstmal mich auf jeden Fall weiterbringen. Da ist übrigens die Basis und ich habe leider immer noch keine Signalboje. Dafür aber jede Menge Ideen, wie es hier weitergehen soll mit der Basis. Ich höre mir natürlich kurz erstmal die Nachricht an. Wahrscheinlich ist es wieder eine Rettungskapsel, wo wir weitere Blueprints finden können. Vielen Dank. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers for the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Okay, also die Sunbeam ist jetzt auf dem Weg zu uns und will uns aufsammeln. Ob das funktionieren wird, werden wir sehen. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal, wir haben ja noch 40 Minuten Zeit, darum, dass hier wirklich die Versorgung erstmal steht. So, jetzt haben wir drei Beete, das heißt, wir kommen hier rein. Zack. Hier noch ein Töpfchen hin, würde ich sagen. Da auf jeden Fall noch ein Töpfchen hin. Nehmen die Eingänge bitte auch noch. Zack, damit wir hier richtig schön viel Zeugs anpflanzen können. So. Titan, ja, ich muss natürlich hier das Zeug noch auseinandernehmen, was ich eingesammelt habe. Beziehungsweise zu Titanbrötchen verarbeiten. Zwei, drei, das sind 16 Stück. Okay. Und dann werde ich mich auf den Weg machen zur Insel und mir einige Früchte erstmal einsammeln. Also einige Samen. Moment, hier habe ich auch noch einen hin. So, und hier bitte auch noch. Wie gesagt, hier kommt die Glaskuppe hin. Die wurde komischerweise wieder abgebaut. Wahrscheinlich, weil ich mich zwischendurch wieder ausgelockt habe. Und ich hätte gerne noch. Den hat man nämlich gefunden. Ich hätte gerne auch hier noch so ein bisschen Dekoration drin. Damit es hier ein bisschen mehr aussieht wie ein Gewächshaus. Wieso kriege ich den da nicht rein? Weil der davor steht. Manchmal ist das so. Ja, jetzt geht's. Merkwürdig. Und die Außenbeetkästen muss ich natürlich auch noch anlegen. Zack. Maximale Platzausnutzung. Da bitte noch ein Töpfchen hin. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal genug Platz, um hier ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben. Haben wir da dasselbe Problem? Ätzend. Ja, dann baue ich es halt nochmal ab. Wenn es denn sein muss. Ich finde die Pflanztöpfe auch nicht ganz so schön. Da gibt es noch eine schönere Variante. Aber ich habe jetzt erstmal nichts anderes. So, was ich baue, baue ich richtig. Steht ein bisschen schräg. Sorry. Wer kennt den Struggle? So. Gut, ich werde natürlich nicht genug Pflanzen mitnehmen können, also Samen, um alles auf einmal bepflanzen zu können. Aber es reicht ja von jeder Pflanze erstmal eins einpflanzen zu können und dann nach und nach
da wiederum dann die Früchte abzuernten und hier auf die ganzen Beetkästen zu verteilen. Okay, das soll erstmal reichen. Wie viel Titan habe ich jetzt noch drin? 7 Stück. Wie sieht es hier aus mit dem Bioreaktor? Ja, okay. Läuft noch. Dann lege ich erstmal alles ab, was ich nicht brauche, damit ich wirklich den maximalen Platz habe, um hier die Früchte transportieren zu können. Ich habe ein bisschen Silber gefunden. So, und das nächste wird dann natürlich sein, erstmal... ja, dann lege ich das Titan jetzt auch erstmal ab. Auftriebskörper brauche ich auch nicht. Den brauche ich auch nicht, wenn ich an Land gehe. Ja, und ich bräuchte ganz dringend ein Ladewerkzeug, damit ich meine... Ach, und was zu trinken, schreibe ich mir noch rein. Ich brauche ein Ladewerkzeug, damit ich meine ganzen Gerätschaften wieder aufladen kann. Und nicht immer neue Batterien bauen muss. Ich hoffe, ich habe noch genug Energie in meiner Seemotte. Immerhin 56%. Das wird auch wichtig sein, dass ich da demnächst mal die entsprechende Andockstation finde, damit ich die über meine Basis aufladen kann. Aber ich muss mir jetzt das Signal nochmal aussuchen von... genau. Von der Insel. Gut, also ich brauche auf jeden Fall mindestens einmal Laternenfrucht, einmal Melone, einmal Kartoffel. Das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten oder die drei einzigsten Indoor-Feldfrüchte, die man so haben kann. Vielleicht gab es noch eine Zwiebel, ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Meinung, es gab Kartoffeln, Melonen und insbesondere die Laternenfrüchte, weil die geben, glaube ich, ordentlich Flüssigkeit. Ja, dass wir die auf jeden Fall erstmal anpflanzen, damit wir mit der Landwirtschaft da beginnen können. Ja. Genau. Und wenn ich das angepflanzt habe, dann mache ich mich erstmal auf den Weg in dieses komische Höhlensystem, was ich schon entdeckt habe, was so ein bisschen rosa schimmert. Hatte ich ja in der letzten Folge schon so angedeutet. Müsste ich eigentlich noch schaffen, bevor die Sunbeam ankommt. Weil es da ein paar gute Blueprints gibt. Da muss ich erstmal noch gucken, dass ich den richtigen Höhleneingang finde, denn ich kann mit dieser Seemotte nicht durch dieses Höhlensystem tauchen. Die kommt nämlich nur 200 Meter tief. Das wird nicht reichen, aber es gibt einen Eingang, wenn ich mich richtig erinnern kann. Der liegt genau über dieser Basis, die ich abscannen möchte, nach Fragmenten. Und den Höhleneingang muss ich finden. Und ich denke, das kriege ich auch hin. Und wir haben da hinten das Signal, wo die Sunbeam landen wird. Gut, achso, natürlich, einen Knollenbaum nehme ich natürlich auch mit. Damit werde ich meinen Reaktor heizen. Zack, ne, einmal rein gegenhauen, dann kriegt man so einen Samen. Oh, und hier war, glaube ich... Ja gut, ihr kennt es ja noch nicht. Also hier ist irgendeine... scheinbar... irgendeine Struktur, die intelligentes Leben auf jeden Fall gebaut hat. Wir sehen es schon. Der fremde Bogen, den scanne ich mal ein. Zack. Und was es damit auf sich hat, das werden wir im Laufe der Story ja auch noch erfahren. Das sind bloß Dekorationspflanzen, die nehme ich jetzt nicht mit. Können wir natürlich theoretisch auch noch ein bisschen dann unsere Basis mit verschönern, aber wir sind ja jetzt erstmal im Aufbau. Und das Wichtigste ist jetzt tatsächlich erstmal Nahrung zu etablieren. Ja, wir brauchen, wie gesagt, eigentlich auch die ganzen Ladegeräte. Das wäre auch ziemlich wichtig. Falscher Ausgang. Und man muss sich ein bisschen beeilen mit diesen Pflanzensamen, denn die werden auch schlecht nach einer Weile. Und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich bin der Meinung, ich hatte mal einen Spielstand. Da sind die dann irgendwie verfault und ich konnte die nicht mehr einpflanzen oder ich habe sie aufgegessen und die sind nicht nachgewachsen und dann konnte ich mir hier von der Insel... weil ich die Laternenfrucht hier komplett einmal abgeerntet hatte, keine neuen Samen mehr pflücken. Und ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Erstmal die Laternenfrucht bitte. Zack, 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 zack.
Ja, und ich werde dann, nachdem das Gewächshaus steht, erstmal gucken, dass ich mein Lagermodul so ein bisschen aufbaue. Das wird auf jeden Fall riesengroß und sich über mehrere Etagen erstrecken. Also werde ich wahrscheinlich direkt auch schon mal eins oben drüber bauen. Okay. Also mehrere Mehrzweckräume übereinander mit Leitern und so weiter. Dass wir da richtig schön auf Masse auch ein bisschen systematisch einlagern können. Ja, damit wir da auch schnell immer unsere Komponenten finden. Gerade wenn wir dann auch ein bisschen mehr schon mit, ein bisschen mehr Zeugs eben in der Basis eingelagert haben. So, und was gab's hier? Musste ich die... Na, das wollte ich nicht. Okay. Kann ich die so... Ah, okay, die muss ich mitnehmen. Zweimal. Und das war's, glaube ich, schon, oder? War da oben noch irgendeine andere Frucht, die man... Irgendeine Landwirtschaftsfrucht? Ich glaube nicht. Ja. Wo führte dieser Durchgang hier hin? Nee, ich bin der Meinung, das war's eigentlich. Aber ich konnte die noch scannen, oder? Hatte ich die schon gescannt? Ja, okay, gut. Dann sofort zurück zur Seemotte. Und gucken, dass wir die, die Sachen hier ins Beet bekommen. Damit sie blühen und gedeihen. Ja, komm, dann nehme ich hier noch einen Knollenbaum. Okay, es geht nicht. Warum nicht? Das ist der falsche Baum, ne? Das ist kein Knollenbaum. Ah, verstehe. Dann würde ich von dem gern noch zwei mitnehmen. Finden wir hier noch einen? Ist das hier ein Knollenbaum hier? Da ist er. Komm, hau voll. Muss aber jetzt reichen. Ah, verdammt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Macht aber nichts. Und wir sind auch schon wieder hungrig. Bisschen beeilen jetzt, ne? Gut. Damit ist zumindest schon mal ein Problem quasi jetzt schon gelöst. Nämlich, dass wir nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müssen, nach Wasser und nach Nahrung zu suchen. Wenn das hier alles natürlich läuft. Das muss ja auch erstmal wachsen. Die müssen wieder Früchte tragen, die man dann verzehren kann. Beziehungsweise die wir erstmal umpflanzen müssen. Ja. So, jetzt überlege ich gerade, wo der Höhleneingang ist. Ich glaube, vom Live-Pod aus, also von unserem Ausgangs-Live-Pod aus, finde ich den richtigen Höhlengang auf jeden Fall. Was sind das hier für ein Biom? Was ist das denn? Moment. Okay, es sah so aus, als wäre das irgendeine neue... Das kannte ich noch nicht. Okay, hier ist das rote Biom. Da sind unsere lieben Hausfische, die großen. Ja, und ob die Sunbeam uns hier auch wegholt und damit die ganze Sache schon vorbei ist, werden wir sehen. Ihr merkt schon... dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber da, wo uns die Sunbeam abholen soll, gibt es ein paar interessante Loot-Möglichkeiten. Da werden wir ein paar gute Materialien finden, die wir dringend brauchen. Jetzt aber erst einmal gucke ich, dass ich das hier einpflanzen kann. Zack. Und jetzt sehen wir, jetzt wächst hier langsam so ein Knollenbaum. Und wenn der ausgewachsen ist, dann kann man den abernten. Und damit haben wir zumindest schon mal... habe ich da gerade auch einen Knollenbaum reingesetzt? Ja. War das die richtige Pflanze? Ja. Ja, ich könnte hier natürlich auch noch einen... Moment, aber jetzt mache ich erstmal, dass ich das hier zum Laufen bringe.
Hier hätte ich gerne einmal Laternenrot. Ich hätte gerne schon ein paar mehr mitnehmen können jetzt. So, dann hätte ich gerne ein Beet chinesische Kartoffeln. Weil wir mixen das mal so ein bisschen. Marmormelonensamen pflanze ich auch schon mal ein. Und jetzt haben wir noch einmal Knollenbaum. Ja, und die Knollenbaum will ich hier nicht reinhauen, weil hier sollen wirklich bloß die Lebensmittelpflanzen, die Speisepflanzen sozusagen rein. Aber ich kann hier auf jeden Fall noch zwei Pflanztöpfe reinhauen, damit es noch ein bisschen grüner aussieht. So. Leiter nehme ich wieder mit, dich nehme ich auch wieder mit. Ja, ich weiß. So. Zack. Und hier haue ich auch noch einen rein. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal die Kraftstoffzufuhr gesichert. Ja, wieder ab in die, noch kurz was reinpfeifen hier. Ich lege ich ab. Einmal ein bisschen Wasser und das, man sieht es halt, die Flüssigkeit ist relativ schnell aufgebraucht. Moment, da war doch ein Nährstoffblock. Dann pfeife ich mir den erstmal rein. Okay. Ach, verdammt, ich habe die ganze Zeit den Ton nicht drin. Ah, sorry. Den Ingame-Sound. Ah, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel, tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht ganz so präsent auf dem Mikrofon, das tut mir leid, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Verdammt, sorry. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht ganz so krass übers Mikrofon gehört. Gut, shit happens. Was wollte ich jetzt machen? Das hat mich jetzt kurz aus dem Konzept gebracht. Ich habe was gegessen, ich wollte mir noch mein Leben heilen. So, ist da ein bisschen Quarz? Super. Ja, dann heißt es jetzt auf den Weg ins Höhlensystem. Das müssten wir eigentlich noch schaffen. Ja, wir haben noch 20 Minuten, bis die Sunbeam kommt. Mehr als genug Zeit. Dazu begebe ich mich jetzt erstmal zum Live-Pod. Ah, fuck, ich muss dringend auch mal meine Motte hier reparieren. Einfach vorsichtshalber. So. Und natürlich gucken, dass ich wieder ein bisschen Titan mit einsammle. Damit wir fleißig weiterbauen können. Habe ich das Mikrofon an? Ja, Gott sei Dank. Oh. Und da gab es, soweit ich weiß, auch einen Entsalzer, womit wir unser eigenes Frischwasser herstellen können. Wenn wir Glück haben, gibt es da auch eine Batterieladestation. Das wäre schon mal ein guter Anfang. So, und ich weiß, von hier musste man so ein bisschen nach Süd-Südost. So, in diese Richtung. Und dann, ich glaube, ich krieg's noch hin. Ganzes Stück erstmal nach Süden. Irgendwo an der Grenze zum, genau, zum grünen Biom war der Eingang. Irgendwo hier. Könnte ich schwören. Jetzt suche ich aber hier erstmal noch ein bisschen nach ein paar interessanten Blueprints. Denn ich brauche ja auch noch die Signalboje. Ein bisschen Glück finden wir die hier. Oder zumindest ein bisschen Metallschrott. Ah, Seegleiterfragment. Bringt ein bisschen Titan. Da. Und Gravitationsfalle hatte ich, glaube ich, auch schon. Nee, hatte ich auch noch nicht. Noch ein Seegleiter. Ja, nehme ich mit. Fuck. Verdammt. Schon gewundert, hä? Ich habe das Geräusch gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Da ist noch ein bisschen Metallschrott. Nehme ich mit. Okay.
Da ist auch noch ein bisschen Metallschrott. Noch ein Sägeleiterfragment. Muss natürlich gucken, dass ich hier nicht allzu schnell, allzu voll bin. Und das Seemottendock wäre wichtig. Wäre auch wichtig. Damit wir einfach uns einen Kofferraum bauen können für unsere Seemotte. Ach, Strahlung, verdammt. Nee, 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 aber das ist, dann war es hier ein bisschen weiter nördlich. Ah. Nach Westen wieder ein Stück. Da kam man im Early Game auf jeden Fall schon rein. Da, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist der Eingang. Nee. Fuck. Ah, ich könnte schwören, dass das hier war. Da ist ein bisschen Metallschrott. Das war hier irgendwo im grünen Biom. Wir müssen ein bisschen suchen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es finde. Strahlung? Verdammt. Ich bin ja schon weg. Achso, nach Westen. Oh Gott, mein Health. Nee, auch nicht. Ich könnte schwören, dass das hier irgendwo... Aber ich komme halt nicht weiter nach Osten. Dann komme ich in diese verdammte Strahlungszone. Vielleicht... Hatte ich mich doch geirrt. Wieder ein Stück nach Westen. Nochmal hier gucken. Aber ich komme von der anderen in die anderen Höhleneingänge. Das ist zu weit. Da brauche ich erst, bräuchte ich erst das zusätzliche Seemottenmodul, damit ich da auch tief genug mit tauchen kann, ohne dass meine Seemotte Schaden nimmt. Hier liegt noch was. Ah. Oh fuck, mein Health. Ja, zumindest habe ich ein paar Metallfragmente gefunden. Und er kann damit meine Basis weiterbauen. Aurora. Da ging es lang. Ich halte jetzt nochmal die Augen offen. Vielleicht begegnet es mir ja doch noch irgendwo der Eingang. Ich könnte schwören, dass das hier war. Da ist noch ein bisschen Metallschrott. Ah, fuck. Und von den Typen hier kriegen wir die Pirscherzähne, die wir für das emaillierte Glas brauchen. Ich würde zumindest noch ein bisschen Material mitnehmen. Vor allem auch ein bisschen Quarz. So, dann grase ich hier erstmal die Röhrenkorallenformation nochmal ab. Zack. Ist es die Startkoralle? Ja. Können wir uns zumindest erstmal ein bisschen Glas noch craften. Wir hatten ja auch noch ein bisschen Quarz in der Base. Allerdings, wo liegt aber noch viel Zeugs? Das ist eine andere Koralle. Das ist nicht die, die in der Startformation steht. Könnte ich schwören. Inventar voll, verdammt. Nee, also Kupfer lasse ich nicht zurück. Das ist mir zu wertvoll. Ah. Gut. Inventar ist voll. Jede Menge Titan an Bord. Dann craften wir erstmal weiter. An unserer Basis. 16 Minuten. Bis zum Eintreffen der Sunbeam. Da liegt auch noch Metallschrott. Ja, ich muss mir unbedingt schnell ein Medikit reinpfeifen. Ist natürlich schlecht, dass ich gerade eins genommen habe. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht fertig. Ja, wie geht's jetzt weiter mit der Formgebung der Basis? Ganz einfach. Wir bauen das Rechteck erstmal zu Ende. Also fehlt ja quasi noch ein Mehrzweckraum, um diese Rechteckstruktur zu vervollständigen.
So. Und dazu machen wir hier erstmal ein Röhrensegment rein. Wie sieht's aus mit der Höhenstärke? Bloß noch bei 5,3. Das ist natürlich nicht gut. Es könnte eng werden jetzt. Ja? Muss ich vielleicht doch erstmal mir ein bisschen Silikon besorgen. Und ein paar Shots bauen. Aber es sieht noch gut aus. Könnte reichen. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein paar Fenster reingebaut in meine Basis. Ja, das reicht noch. Wunderbar. Nein. So, bitte. Titan. Ja, daran soll es nicht scheitern. Ist das Medikit schon fertig? Nee. Dann craften wir erstmal ein bisschen Titan wieder. Ich nehme wieder mal einen Schluck von meinem Energy. So. Glas bitte auch gleich ein bisschen. Wir haben noch Quarz in der, im Schrank liegen. Das können wir ruhig erstmal vercraften, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja, und das hier wird... eigentlich wollte ich das hier zum Lagermodul machen. Aber ich habe mir gesagt, ich mache lieber das hier. Moment, nee, das ist ja völlig bescheuert. Nee, das hier wird das Lagermodul. Und hier kommen auch die Fahrzeugmodule ran, wo man die Fahrzeuge andocken kann, also unter anderem die Seemotte. Das wird der Weg relativ kurz ist und man da eben den ganzen Scheiß gleich einlagern kann. Ja, und da haue ich jetzt natürlich erstmal jede Menge Schränke rein. Und was aus dem Eingangsding hier wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht das Wohnmodul. Aber jetzt hier erstmal ordentlich Schränke. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Eigentlich würde ich vorher gerne unter die Schränke noch ein paar Lithium-Verstärkungen reinbauen. Vielleicht warte ich noch mit dem Schrankbau. Und mache jetzt erstmal was anderes. Nämlich lege meinen ganzen Kack ab und begebe mich zur nächsten Insel. Dort, wo mich nämlich die Sunbeam abholen möchte. Wir haben ja schon gesehen, der Treffpunkt ist nicht auf dem Inselstück, wo wir schon waren, sondern woanders. Und da gibt es eine ganze Menge Zeugs, was für uns interessant ist zum Looten. Da gibt es zum einen auch Lithium, was ich gerne erstmal einpacken würde. Dort gibt es Diamanten. Die brauchen wir unbedingt, um einen Laserschneider herstellen zu können. Und deswegen gehe ich da jetzt erstmal hin. Habe ich genug dabei? Ich muss auf jeden Fall noch was trinken. Und was Nährstoffblock nehme ich mir jetzt auch noch mit. Vorsichtshalber. Damit ich da wirklich nicht in die Bredouille komme. Ich werde nämlich eine Weile dort sein, auf der Insel. Einmal Lithium habe ich ja hier noch drin. Sehe ich gerade. Okay, dann verbaue ich das gleich noch schnell. Ne, ich hätte das gern so. Das, wo haben wir es jetzt da? Also hier kommt ein Durchgang zum Fahrzeugdock. So, und ich hätte gerne hier diese Lithiumverstärkung drunter. Bevor ich da die Schränke an die Wand kloppe. Hier in die Mitte kommen auch noch Glasschränke. Also alles voll ein reines Lagermodul. Vielleicht baue ich da noch irgendwie so einen Tisch hin, dass es aussieht wie eine kleine Werkstatt auch. Gut. Ja, und dann begebe ich mich jetzt erstmal zu der mysteriösen Insel, wo wir noch nicht waren. So stimmt das erstmal. Nährstoffblock habe ich dabei. Ich brauche aber definitiv noch ein Medikit. Mindestens eins. Okay, und ich gucke nochmal, ob ich vielleicht schon... ja, wir sehen es wächst vor sich hin. Und hier auch, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Das freut mich. Ja, und dann gehe ich da erstmal looten. Ich werde auf jeden Fall da sein, bevor die Sunbeam da ist. Und die Zeit nutzen, um da einfach ein bisschen interessantes Zeug abzuernten, was wir für unseren Basisbau gebrauchen können. Gut, die andere Insel ist Richtung Süden von unserem Livepod aus. Und der Treffpunkt ist eher Richtung Norden. Über 1,3 Kilometer. Ja, und da begeben wir uns hin.
Und da werden wir auch in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Und wie immer hat es mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.